Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Redevideo. Ja, was stelle ich euch denn heute vor? Heute geht es mal wieder um das Thema Temperatur. Was ich schon mal gezeigt hatte und versucht hatte auch aufzuzeigen, dass Temperaturmessung relativ schwer ist. Ihr erinnert euch sicher an das Humiditymeter. Das braucht ja so bis zu 2 Minuten, um Temperatur und Luftfeuchtigkeit, beides hängt ja eigentlich miteinander zusammen, zu ermitteln und ist damit eine relativ langsame Messung. Aber für eine Innenraummessung, wenn ihr es mit einem normalen Thermometer vergleicht, ist das schon ziemlich schnell und auch ziemlich genau. Nachteil ist nach wie vor, es ist immer noch zu langsam, denn es wird selten passieren, dass eine Entität, von der man die Temperatur messen möchte, 2 Minuten still stehen wird. Kann passieren, muss aber nicht. Der Raum insgesamt wird auch kälter, aber es passiert halt in der Regel innerhalb von Sekunden, vielleicht sogar noch weniger. Das ist ein Problem. Gut, man kann natürlich ein IR-Thermometer nehmen, also ein Laserthermometer, und das liefert sofortige Ergebnisse. Nächstes Problem ist aber nur an Oberflächen. Das heißt, ist eine Erscheinung nicht gerade korporal, sodass man sie auch mit bloßem Auge sehen kann, misst man die Temperatur einfach von der Wand oder vom Boden, je nachdem, wohin man gerade mit dem Thermometer zielt. Auch das ist natürlich messtechnisch streng genommen nicht vertretbar, deswegen wir das HUM als bessere Alternative verwendet haben. Was ihr auch schon in Videos mit sicher gesehen habt, in Praxisuntersuchungen, jetzt aber nachträglich auch als Gerätevideo kommt, ist, ihr könnt es euch denken, die Thermalkamera. Die Thermalkamera hat den Vorteil, dass sie keinen Kompromiss eingeht. Sie liefert ein Echtzeitbild von Temperatur und ist genau das, was wir brauchen. Sofort eine Temperatur von allem, was aufgezeichnet werden wird. Sie hat auch die Fähigkeit, sie kann selber Fotos und Aufnahmen machen. Ich verwende sie aber eher selten, um Aufnahmen zu machen, weil das den Akku doch recht stark in Anspruch nimmt. Mit Aufnahme schafft sie dennoch 2 Stunden. Ohne Aufnahme hält sie deutlich länger durch. Jetzt fragt ihr euch sicher, ja Moment, wie funktioniert das denn dann? Ja, das Gerät misst sozusagen einfallende IR-Strahlung im Bereich der Wärme, weil Wärme ist nichts anderes als infrarote Strahlung mit einer gewissen Wellenlänge. Das ist auch der Grund, wieso der Treibhauseffekt funktioniert. Nur mal das grob anzuschneiden, damit man das Prinzip versteht. UV-Licht kommt rein, kann die Atmosphäre und Wolkendecke durchdringen, weil es halt kurzwellig energiereich ist, trifft auf die Erde, erwärmt die Erde dort und die Wärme, die zurückgestrahlt wird, hat dann halt nicht mehr die kurze UV, sondern die lange IR-Welle und die wird dann wieder von den Wolken reflektiert und dadurch heizt sich es auch so. Das ist ein kleiner Ausflug in die Ökologie oder eigentlich genau genommen in die Meteorologie, zählt das schon rein. Aber genau das hier macht das Gerät, es misst diese Wärme-IR-Strahlung und kann damit ein Echtzeitbild liefern, weil natürlich mein Gesicht, meine Hände strahlen permanent Wärme ab, mein Torso natürlich auch, aber dadurch, dass ich Oberteil anhabe, dämmt es und wirft weniger Wärme ab. Und ja, ich zeige euch erstmal den Aufbau der Kamera jetzt. Das ist die Seitenansicht. Das hier ist das wichtigste, das Bedienfeld. Ja, was jetzt gerade spiegelt, ist dann das Ansichtfeld. Hier haben wir ein paar Steuerungstasten. Kommen wir zur Seite, dann kann ich die besser euch zeigen. Klar, An- und Ausschalter, Menü für verschiedenste Einstellungen. Select zum Auswählen, Enter zum Bestätigen, hier zum Durchscrollen. Und wenn wir entsprechend das wollen, können wir halt auch verschiedene Einstellungen vornehmen. Die andere Seite sieht fast genauso aus, mit einem Unterschied. Hier ist eine Öffnung für Ladekabel, von vorne das Verdeck, da kommt die Messung rein, dahinter sind die ganzen Sensoren, zeige ich euch mal. Sieht jetzt nicht viel anders aus wie eine Linse, ist es streng genommen auch. Und hier, damit können wir dann, wenn wir einmal drücken, ein Foto machen und wenn wir halten, können wir eine Videoaufnahme starten. So, ich mache mal kurz an. Das Gerät verwendet natürlich eine Software. Deswegen, ihr seht, es braucht jetzt einen Moment, aber es fährt gerade hoch. So. Das Wärmebild kläre ich euch gleich ein bisschen besser.
Es geht jetzt erstmal nur so um das Interface, oben rechts die Batterie, daneben die Emission, das heißt die Stärke, 0,05 ist die beste Stärke, also die höchste Genauigkeit. Oben links die Temperatur und in der Mitte auch, vom zentralen Punkt immer, ja. Drumherum ist anders, erkläre ich euch. Unten rechts ist die Uhrzeit und ja, dann sieht man unten in der Mitte die niedrigste Temperatur, die hier im Raum ist und die höchste von dem, was im Messbereich liegt. Ich baue mir jetzt euch das Menü zu zeigen. Man kann das jetzt auch noch auf Grau stellen, obwohl das kann ich euch zumindest zeigen. Es gibt verschiedene Stärken, die man einstellen kann, komplett grau. Und dann kann man hier sozusagen die Farbigkeit erhöhen. Und das hier ist halt die intensivste Variante. Wie gesagt, den Rest vom Menü, da kann man viele Feineinstellungen vornehmen. Wie stark die Immersion ist, Schärfe, Intensität, Dauer der Videoaufnahme, all so ein Zeug. Aber da müsst ihr mir einfach vertrauen, dass wir uns das kalibriert haben, so wie wir es brauchen, ja? So, und jetzt zeige ich euch mal an meinem eigenen Beispiel, wie das aussieht, so eine Wärmeüberwachung. So, das bin ich, ab der Torso aufwärts zumindest, als Thermalbild. Das ist aber ein bisschen eine Feineinstellung. Die Aufnahme mit der Thermalkamera selbst ist qualitativ hochwertiger. Ich mache es aber gerade mit der Sony, einfach damit ihr seht, wie so ein bisschen der Standardaufbau ist und damit vor allem ich auch sehen kann, was ihr so seht durch die Live-Aufnahme der Kamera, kann ich sehen, was die gerade sieht. Das könnte ich über die Thermal nur, wenn ich dahinter stehe. Und so weiß ich zumindest, dass ihr mich jetzt sehen könnt. Und jetzt möchte ich euch kurz erklären, wie das funktioniert. Die Kamera hat einen Mittelpunkt und der Mittelpunkt müsste ungefähr hier sein. Schätze ich zumindest mal, dann mein Bild, was ich sehe, ist 202 cm und ist von der Position hier von mir mehr als einen Meter weg. Deswegen kann ich das nur grob schätzen. Aber worum es geht, dieser Mittelpunkt ist wichtig. Das ist so das Messzentrum. Das ist der Wert, auf den die Kamera sich kalibriert. Und ihr werdet hören, die klackt ab und an mal so ungefähr alle 10 Sekunden. Und in dem Moment, wo das klackt, tut sie nochmal neu rechnen. Sie überwacht zwar live, wie ihr seht, aber die vergleichbaren Temperaturen, die macht sie halt alle 10 Sekunden, dass sie das Zentrum nochmal neu als Referenzwert misst. Und darum geht es. Die Mitte ist der Referenzwert, das ist die Temperatur, die es misst und die wird mit grün dargestellt. Das ist sozusagen die Standardtemperatur. Und alles, was weiter ins Blau bis ins Violett geht, ist kälter und alles, was gelb, orange, rot ist, ist in entsprechenden Abständen wärmer. Das heißt, ich mache mal kurz mein Bild. Mein Torso ist wie erwartet in der Mitte grün. Hier ungefähr wird es blau, das stimmt auch. Da fühle ich mich auch tatsächlich kälter. Das seht ihr beim Phänomen. Man kann damit auch Handabdrücke sehen. So, das ist die Wärme in Hände, die geht aber mit der Zeit dann jetzt flöten. Dadurch, dass ich jetzt hier gerade hantiere, sind die natürlich besonders warm. Ja, und ihr seht auf meinen Schultern aufwärts, ist es rot, das ist halt, was wärmer wird. Und der Kopf, der ist sogar weiß, weiß kommt sogar nach rot. Das ist dann deutlich wärmer halt. Der Kopf ist halt bei den Menschen das, was die meiste Energie verbraucht und auch unglaublich viel Hitze abstrahlt. Und daher ist das weiß. Der Hintergrund ist blau. Das ist natürlich klar, weil es kälter ist. Das ist einfach nur ja, die Wand, was so ein bisschen verschwommen in der Richtung ist. Das ist auf der Thermalkamera nicht zu sehen. Aber das, nur zur Erläuterung, ist halt ein Fenster und es ist verschwommen, weil ich natürlich die Kamera auf das IR-Bild fokussiert habe. So, ihr seht, mittlerweile sind meine Hände auch verschwunden. Und wir versuchen mal ein Experiment. Und zwar meine schön heißen Hände. Ob ich an der Wand hin, ich gehe mal schon zur Seite, ihr seht, die ist blau. Ich versuche jetzt mal, meine Hand drauf zu lassen und einen ja, Thermalprint, nennt man das, einen thermalen Abdruck zu hinterlassen. Wo ich die Wand erst dann ungern anfasse. Dauert einen kleinen Moment, der muss ich erstmal aufbauen. Und da die Wand weiß ist, ist sie sowieso eher reflektierend. Das gilt nicht nur für Licht, sondern auch für Thermalstrahlung. So, schauen wir mal. Und ihr seht es, man kann den Handabdruck sehen.
Das ist eine ziemlich coole Sache, wollte ich euch aber auch gerne experimentell zeigen. Wir können also damit perfekt Temperatur überwachen, aber den Rest erkläre ich euch natürlich wieder in der normalen Ansicht, weil ich glaube, für euch ist das mit der Zeit auch ein bisschen anstrengend, diese, ich sage mal, flimmernden Farben nur zu sehen. So, was heißt das? Ja, wir können perfekt Temperaturen überwachen in Echtzeit live und das hat mehrere Vorteile. Also wenn wir tatsächlich was huschen sehen, können wir schon mal schauen, hat das eine eigene Körperwärme aus welchem Tier, ein Mensch. Und natürlich, wenn irgendwer irgendwo einen Wärmeabdruck hinterlässt, lässt sich das auch gut nachvollziehen. Das sind aber nur so Nebeneffekte. Der Haupteffekt ist, bei Geisterscheinungen ist ja die Hauptthese, die wir verfolgen, ist, dass es sich dabei um Arten von Energieumwandlung handelt. Das heißt, irgendeine gespeicherte Energie, eine statische Energie, eine elektrische Energie, was auch immer, wird umgewandelt zu einer akustischen oder einer visuellen Energie oder physisch, gibt verschiedenste Varianten. Und eine Energieumwandlung ist in der Regel so, dass bei jeder eigentlich als Nebenprodukt Wärme entsteht. Es ist nun mal so. Es gibt immer Verluste, egal wie gut man es isoliert, egal wie effizient es ist, aber es gibt immer Verluste und die treten in der Regel als elektromagnetische Felder oder halt als Wärme auf. Und sozusagen Messschwerpunkte. Und darum geht es. Wenn irgendwo eine Energieumwandlung direkt stattfindet, müsste als Abfallprodukt in Anführungszeichen Wärme entstehen und die müssten wir sehen können. Nun ist die andere Sache, es wird in der Regel berichtet, dass Geister kalte Punkte sind. Auch das ist gar nicht wissenschaftlich so abwegig, weil, man muss sich Folgendes vorstellen, die Energie, die vielleicht irgendwo frei wird, muss ja irgendwo herkommen. Und oftmals wird berichtet bei Geistern, dass die Raumtemperatur oder da, wo sie auftauchen, die Temperatur abfällt. Das heißt, thermische Energie wird dann in dem Fall zu zum Beispiel einer visuellen Energie umgeleitet. Das heißt, der Raum um den vermeintlichen Geist wird kalt und er selbst wird visuell sichtbar, wird zu Lichtenergie. Und in dem Moment, ja, ist schwer zu sagen, was ist. Man müsste eigentlich einen kalten Punkt sehen. Und die Frage ist, ob die Umwandlung dann überhaupt genug Wärme produziert als Abfallprodukt, damit die noch zu erkennen ist. Klar, normalerweise müsste es warm werden, immer bei einer Umwandlung. Wenn dann natürlich Temperatur die Quelle ist, die umgewandelt wird, und Temperatur entsteht, ich sag mal in Anführungszeichen, als Abfallprodukt, der Einsatz muss immer größer sein als das, was rauskommt. Das ist das Gesetz der gleichen Energien. Energie kann nicht verloren gehen, sondern nur umgewandelt werden. Das heißt, wenn ich wirklich das habe, die Energie der Raumtemperatur wird umgewandelt in die visuelle Energie eines Geistes. Wir sagen mal, die Raumtemperatur hat einfach einen fiktiven Wert, sagen wir einfach mal 10. Und die visuelle Energie hat 7. Dann fehlt noch 3, damit die Energie gleich geblieben ist. Sie darf ja nicht verloren gehen. Und diese 3 wäre dann die Restwärme. Das heißt, insgesamt würde die Temperatur in Punkten ausgedrückt, ja, nicht in Grad Celsius, von 10 auf 3 sinken und der Geist selbst hätte 7 Energie effizient genutzt, um ja, den Spuk, sein visuelles Aussehen oder was auch immer er damit macht, zu initiieren. Und in dem Moment hätten wir natürlich keine Wärme auf der Kamera, sondern Kälte. Das ist so der wissenschaftliche, logische Hintergrund, dass wenn der Einsatz natürlich thermale Energie ist, nicht genauso viel thermale Energie wieder rauskommen kann, plus noch irgendeine Erscheinung, es sei denn, wir haben hier das Energie außerhalb des Inertialsystems, das heißt des fest definierten Systems kommt, Beispiel von anderen Dimensionen. Aber das führt jetzt schon wieder in den streng theoretischen Bereich, so weit wollen wir gar nicht gehen. Allerdings, wenn wir tatsächlich mal eine Messung der Richtung hätten, wo sowohl die Raumtemperatur steigt, als auch Spukphänomene zu beobachten sind, würde ich dafür sprechen. Und da seht ihr eigentlich schon wieder, wie genial so eine Thermalmessung für die Wissenschaft ist, wenn man, wie wir, die Parapsychologie wissenschaftlich erforscht. Dann können wir schon von diesen, ich sag mal, 3 großen Grundthesen, die es gibt, können wir schon mal dann eine ausschließen. Das ist ein Wissensgewinn von 33%. Nicht schlecht. So. Ich denke, damit konnte ich euch aber auch hoffentlich klar machen, warum diese Thermalmessung so spannend und interessant ist, was wir daraus ableiten können, wenn wir denn entsprechende Aufnahmen haben und warum wir das natürlich immer durchführen. Und wie immer würde ich mich natürlich über einen Like freuen, hilft uns natürlich auch sehr.
Und gerne Kommentare, Lob, Kritik, Anregungen, Fragen immer rein unten in die Kommentare. Ich lese mir das alles gerne durch und versuche das nach bestem Wissen und Gewissen dann auch zu beantworten. Und ja, ansonsten liebe nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören, macht euch noch einen schönen Tag, macht's nicht nur gut, macht es besser und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Kennt ihr einen Ort, an dem es spukt? Oder wo vielleicht sogar euch oder einen eurer Bekannten irgendwas Seltsames passiert ist? Oder einfach eine Location, wo ihr meint, boah, da müsste doch mal jemand hingehen und Untersuchung machen, da ist bestimmt was? Dann scheut euch nicht, uns über unsere E-Mail-Adresse oder über WhatsApp zu kontaktieren. Wir freuen uns auf eure Geschichten und natürlich über die Orte, die damit in Verbindung stehen und wo wir dann vielleicht eine Untersuchung machen können. Dazu vielleicht noch ein kleiner datenschutztechnischer Hinweis. Wenn ihr nicht wollt, dass euer Name in einem Video oder so als Quelle genannt wird, bitte einfach ein kleiner Hinweis zu uns. Wir machen uns dann eine Aktennotiz und dann passiert das auch nicht. Eure Daten werden von uns streng vertraulich behandelt. Das bedeutet, wir geben nichts raus ohne eure Erlaubnis. Ihr braucht euch also keine Sorgen machen, ob irgendwas nach außen dringt, was ihr vielleicht gar nicht wollt. Solange ihr uns sagt, dass das nicht nach außen dringen soll, bleibt das bei uns intern in unseren Akten quasi anonymisiert unter Verschluss. Und wir werden das auch nicht rausgeben. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, dass wir uns sehr auf eure ganzen Berichte, vielleicht sogar Fotos oder Ton, auf jeden Fall massiv freuen. Und wenn wir dann eine Untersuchung machen, ihr vielleicht euch daran erfreuen könnt, was oder was wir dort nicht finden.